So, ich habe jetzt rausgefunden, wie zeige ich Shortcuts an. Hier seht ihr so ein kleines Fenster und da könnt ihr immer sehen, welche Taste ich gerade drücke. Und ich sage es noch immer dazu und ihr habt auch noch diese Visualisierung. So, ich habe hier eine leere Pro Tools Session mal vorbereitet und möchte euch erstmal zeigen, wie öffne ich die Spuren, wie benenne ich sie, wie markiere ich sie farblich, und dort gibt es eine bestimmte Funktion, die nennt sich Batch Renaming. Die geht sowohl für Tracks als auch für Clips und die zeige ich euch auch nochmal. Also ich mache über Shift Command N neue Spuren, 5 Monospuren für Sprache plus 5 Stereospuren für Musik. Create. Jetzt habe ich hier, die Spuren sind alle markiert. Wenn ich Option-Klick mache, ist die Markierung aufgehoben. Ich kann jetzt Audio 1 markieren bis Audio 5. Ich drücke Shift Audio 5, dann sind die Spuren darüber alle markiert. Jetzt gehe ich auf eine Spur, rechte Maustaste und gehe auf Batch Rename. Dort gibt es verschiedene Optionen. Replace, Clear Existing Name will ich. Ich will die ja jetzt alle als Sprecher bezeichnen. Und hier über Add gebe ich einen Sprecher. Und die sollen Sprecher 1, 2, 3, 4, 5 heißen. Position der Ziffer am Ende soll mit 1 starten. Und ich trenne es mit einem Bindestrich. So, jetzt gehe ich auf OK. Und alle Sprecher sind hier benamst. Genauso mache ich das mit Audio 6 bis 10, Batch Rename, nenne das aber diesmal Musik. Und zack, sind sie hier auch benannt. Und jetzt, wenn ich hier links auf diesen Balken Doppelklick mache mit linker Maustaste, dann öffnet sich das Farbfenster. Da kann ich das dann noch farblich markieren. Sprecher mache ich genauso. Alle, die zusammen markiert sind, werden auch in derselben Farbe eingefärbt. Schließe das wieder. Und ich sehe hier auf der Trackliste auch die entsprechenden Bezeichnungen. Die kann ich dann beliebig verändern, verschieben. Ich kann hier zum Beispiel diese Markieren nach oben machen. Also ich lege zum Beispiel immer die Spuren, die ich in einer Szene gerade bearbeite, zusammen, damit ich sie auf dem Bildschirm habe. Soweit zu diesem Punkt.